hierher komme, ist es für mich, auch wenn ich Rationalist bin, eine Sachlichkeit vorziehe, ist doch ein ergreifendes Erlebnis, wenn ich mir wieder in meinem inneren Auge führe, wie das Vegetieren, ich kann das Wort Leben anwenden, in diesem Zusammenhang, wie hier die Menschen gelitten haben und diese Tage verbracht haben. Das, was hier geschehen ist, ist nicht nur unbeschreiblich und unbegreiflich, das ist etwas, was man sich gar nicht vorstellen, denken kann. Da kam der Zug an, aber es sah genauso aus. Und es ging nur schnell. Auf einmal sah ich im Augenwinkel Zaun, Stolpen, aber zu meinem Erschrecken weiße Isolatoren. Es war ja Elektriker im Ghetto, Wismannstadt. Habe ich sofort erkannt, das sind stromführende Leitungen am Zaun. Wo bin ich hier geraten? Und das war der erste große Schock. Kaltblütig andere Menschenwesen zu töten, kaltblütig. Wie die Gehirne gestaltet sind, wer und auf welche Weise diese Gehirne beeinflusst hat, dass sie imstande waren, als Familienväter, Musikliebhaber, doch diese Art Taten durchzuführen, das ist wirklich eine Aufgabe, die ist doch nicht gelöst, wie ein Mensch imstande ist, sowas zu tun.